Hallo meine Freunde und Abonnenten, heute sind die neue Nachrichten in der Ukraine. Russlands neueste T-90M Präriv-Panzer sind erstmals in der Ukraine gesichtet worden. Russlands hochmoderne schwere Panzer des Typs T-90M Präriv wurden bei einem Sondereinsatz in der Ukraine erstmals bei der Erfüllung der ihnen zugewiesenen Kampfaufgaben gesichtet. Auf dem veröffentlichten Videomaterial ist mindestens ein solches Kampffahrzeug zu sehen, das sich auffällig von allen anderen an der Sonderoperation beteiligten Panzern unterscheidet. In den gezeigten Videoaufnahmen ist ein T-90M Präriv-Panzer zu sehen. Bislang ist dies der erste Nachweis für den Einsatz solcher Panzer in der Ukraine. Nach Informationen der Nachrichtenagentur avia.pro wurden die Videoaufnahmen in der Region Charkiw gemacht. Außerdem scheint dieses Kampffahrzeug erst vor kurzem gegnerische Panzerfahrzeuge ausgeschaltet zu haben. Der russische schwere Panzer T-90M Präriv unterscheidet sich auffallend von anderen Panzern, die für Spezialeinsätze verwendet werden. Das liegt vor allem daran, dass die ersten Fahrzeuge dieses Typs erst 2020 bei der russischen Armee in Dienst gestellt werden. Darüber hinaus sind die Kampfeigenschaften dieser schweren Panzer so beschaffen, dass sie gegen die Fähigkeiten moderner Panzerabwehrsysteme immun sind, und das Kampffahrzeug ist durchaus in der Lage, mehreren Gegnern gleichzeitig zu widerstehen.